Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Schlemmergermanen-Video, wieder aus der Tschechei. Und heute machen wir auch das, was ich sozusagen in letzter Woche schon mal angeteasert habe. Und zwar gibt es heute Schnitzel, also beziehungsweise Hähnchenschnitzel nach Rezept von Martha Washington. Und das ist mehr ein belegtes Toast mit Schnitzel und Currysoße. Die Currysoße habe ich letzte Woche schon gemacht. Schaut euch das gerne mit an. Ich habe das Video auch unten mit verlinkt. Und ja, einfach nur damit diese zwei Gerichte jetzt hier miteinander vereint werden. Und von daher. Ihr könnt natürlich auch eine andere Currysoße nehmen, weil Martha Washington sagt in diesem Rezept jetzt nur, dass man eine Currysoße verwenden soll. Aber sie sagt nicht, was für eine. Da es natürlich naheliegend ist, habe ich jetzt eine Currysoße bei ihr im Rezeptbuch gefunden und auch gleich mit verwendet, weil ich dachte mir, das wird ja dann am ehesten hinhauen, sagen wir mal so. Ja, also, wie das gemacht wird, das seht ihr in diesem Video. So, der erste Clou bei Martha Washington kommt schon direkt zu Beginn. Und zwar haben wir hier geschmolzene Butter. Und das Hühnchen wird jetzt einfach hier drin sozusagen einmal durchgezogen. Ein bisschen mit Butter. Und jetzt kommt das auch schon direkt wieder raus. Weil ich finde wieder mit einer Hand. Das ist immer so ein bisschen problematisch, wenn man das alleine macht. Aber okay. So, ich muss das mal ohne Kamera machen. So sieht es gebuttert aus. Ist natürlich schon ein bisschen angegart, weil es heiß war. Aber nur in der Oberfläche, von daher stört es überhaupt nicht. So, jetzt machen wir uns erstmal unsere Panierstraße. So, wenn die Butter leicht abgekühlt ist, geht es ins Ei. Und dann direkt ins Paniermehl. So, und jetzt wieder zurück an die Pfanne. Während das Schnitzel vor sich hin brutzelt, möchte ich gerne die historische Einblendung machen, welche sich heute um Martha Washington dreht. Am 13. Juni 1731 kam Martha Washington als Martha Dandridge in Williamsburg in der Kolonie Virginia zur Welt. Im Alter von 18 Jahren heiratete sie den 20 Jahre älteren Daniel Park Curtis. Die beiden lebten zusammen auf der Plantage White House. White House hat jetzt nicht direkt was mit dem Weißen Haus in Washington zu tun, da dieses Anwesen bzw. das Herrenhaus auf der Plantage in County New Kent lag, also in Virginia. Aber man muss sagen, George Washington und Martha Washington haben später auch in dieser Plantage gewohnt. Sie wurde dann später im Bürgerkrieg leider niedergebrannt. Allerdings hat George Washington ja auch den Bau vom Weißen Haus in Auftrag gegeben. Er selbst hatte dort nie residiert. Auch wenn erst Roosevelt das Weiße Haus offiziell als Weißes Haus benannt hatte, gibt es trotzdem Spekulationen, dass diese Namensgebung sozusagen von der Plantage White House in irgendeiner Weise übernommen wurde. Also entweder hatte George Washington selbst das schon angeleiert gehabt, also sozusagen, dass es halt im Umgangssprachlichen immer wieder Weißes Haus genannt wurde. Oder es kann auch sein, dass es halt als Andenken an George Washington in dem Sinne dann als Weißes Haus benannt wurde. Im Jahre 1757 dann starb ihr Mann Daniel Senior. Martha Washington wurde dann so Erbin von dem gesamten Anwesen und das befasste einiges, also es waren mehrere Plantagen, die da sozusagen in ihrem Besitz kamen, beziehungsweise sie beherrschte dann ein Drittel davon und den Rest verwaltete sie für ihre zwei Kinder, die sie aus dieser Ehe mitnahm. Insgesamt gingen aus dieser Verbindung vier Kinder hervor, allerdings sind zwei schon im Kleinkindalter gestorben.
Am 6. Januar 1759 heiratete Martha Washington den Oberst George Washington. Diese Ehe hatte keine Kinder, allerdings nahmen sie die beiden Kinder aus der vorherigen Ehe mit auf. In den Jahren der amerikanischen Revolution reiste Martha Washington auch tatsächlich mit George Washington immer zu den jeweiligen Schlachtfeldern und hatte sozusagen dann auch dort unterwegs dann sozusagen die Haushaltsobergewalt gehabt und dementsprechend hat sie auch einige Feste mit abgegeben und sie galt auch generell als sehr, sehr herzliche Gastgeberin. In den nächsten Jahren musste Martha Washington allerdings auch einige Schicksalsschläge erleben. Zum Beispiel ihre Tochter, die Patsy, starb an Epilepsie und auch ihr Sohn Jackie starb einige Jahre später. George und Martha nahmen dann aber auch die vier Kinder aus der Verbindung von Jackie mit auf und zwei von ihnen wurden auch adoptiert und lebten dann dauerhaft mit bei den Washingtons auf der Plantage. 1749 war es dann soweit, dann wurde George Washington auch zum ersten amerikanischen Präsidenten gewählt und somit wurde Martha Washington auch zur allerersten First Lady von Amerika. 1797 übergab dann George Washington die Amtsgeschäfte an den zweiten amerikanischen Präsidenten John Adams und sie zogen sich, also Martha Washington und George Washington, zogen sich dann auf ihren Landsitz in Mount Vernon zurück. 1799 verstarb dann George Washington und nur drei Jahre später verstarb dann auch Martha Washington. Das Kochbuch, aus dem ich jetzt schon mehrere Gerichte gemacht habe, war mittlerweile 50 Jahre oder beziehungsweise über 50 Jahre im Familienbesitz der Washingtons, beziehungsweise auch von Martha Washington, ihrem Familienbesitz. Und 1799 schenkte sie es dann ihrer Enkelin Eleonora Parkhurstes bei ihrer Hochzeit. Somit wurde es auch von der Mutter an die Tochter der Familie Lewis, in die es dann hineingekommen ist, immer weitergegeben, bis es dann 1892 an die Historische Gesellschaft von Pennsylvania verschenkt wurde. 1940 bekam dann die Historikerin Mary Kimball die Sondergenehmigung, das Familienbuch bzw. dieses Kochbuch zu studieren und hat dann daraus der Martha Washington Cookbook verfasst. Somit ist das auch nochmal die kurze Geschichte von dem kleinen Kochbuch. Und ja, es gab natürlich einige moderne Anpassungen durch Mary Kimball. Allerdings so im Großen und Ganzen ist es halt noch das Werk von Martha Washington. Von daher können wir guten Gewissens dieses Werk auch mit als historische Quelle aufführen. So, fertig ist das Schnitzel von Martha Washington. Es wird erwähnt, dass es auf einem heißen Toast serviert wird. Ich habe jetzt hier leider nur Weißbrot. Von daher war das naheliegendste, was ich finden konnte. Ansonsten beschreibt sie dann, dass das noch mit einer entweder Currysoße oder einer weißen Soße serviert wird. Ich habe mich jetzt hier für eine Currysoße entschieden. Die weiße Soße werde ich auch irgendwann noch machen. Ja, schauen wir mal, wie es die Kombi ist. Hm.
Also von dem Schnitzel her, muss ich sagen, macht es jetzt keinen großen Unterschied meiner Meinung nach mit der Butterung. Die Panade ist aber sehr gut geworden. Also ich vermute einfach mal, dass ein bisschen als Geschmacksträger noch mit fungiert. Jetzt habe ich zum Schluss noch mal ein bisschen Salz und Pfeffer mit hinzugegeben. Das hatte ich am Anfang nicht getan. Das steht aber so im Rezept, deswegen habe ich es nochmal nachträglich hinzugefügt. Aber so an sich mit der Currysoße, das gibt eine schöne harmonische Mischung, muss ich sagen. Der Curry ist hier absolut nicht dominierend. Also der eine Teelöffel, den ich da reingemacht habe, hat vollkommen ausgereicht. Und von daher ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr rundes Gericht. Und ja, kann auf jeden Fall mal wieder gemacht werden. Ja, soviel zum Schnitzel von Marshall Washington. Und ja, vielen Dank, dass ihr mit eingeschaltet habt. Wir sehen uns dann beim nächsten Schlimmerkammern-Video wieder. Hier auf der Seite habe ich wieder die PayPal-Spende eingeblendet. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr unterstützt diesen Kanal wirklich sehr. Und ja, dann bleibt mir noch zu sagen, habt noch einen schönen Restsonntag. Bis dann, euer Schlimmerkammern. Ciao.